Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Sniper Elite 3. Wir haben hier letztes Mal den Kollegen hier ausgeschaltet und durchsucht und müssen jetzt weitergehen und stoßen jetzt gleich mal auf diese Grillparty, weil wir letztes Mal dummerweise gescheitert sind, weil wir uns ein bisschen unvorsichtig benommen haben, bewegt haben. Schauen wir mal, ob das jetzt besser läuft. Da hinten sind wir gescheitert, da war diesmal. Falsch. So. Ich schaue mich diesmal ein bisschen mehr um. Nachdem wir letztes Mal hier gestorben sind. Da ist einer, der guckt so komisch zu uns. Wir gehen hier mal ganz außen rum. Oder sollen wir den erledigen? Ich weiß es nicht genau. Der bewegt sich, dann wird sich der andere auch gleich bewegen. Und schau mal einer. Guck, er bewegt sich zu uns. Okay. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir erledigen den Typen. Ach, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil der hätte uns jetzt gesehen hier. Ja! Ich laufe mal hier lang in der Hoffnung, dass das funktioniert. Gucken wir mal, was hier los ist. Okay. Jetzt müssen wir da rüberkommen, dann haben wir vielleicht Ruhe. Ist gut, dass der jetzt gerade nicht hinguckt. Aber. Ja, den Bär sollte inzwischen jeder kennen. Wo rennt der lang? Das war knapp. Jetzt könnten wir uns natürlich den hier auch noch vorknöpfen. Einfach zur Sicherheit, dass der uns hier nicht irgendwann mal hier hinterrennt. Geben wir dem doch ein Kopfschüsschen. So. Weg ist er. Wunderbar. Und wir schleichen uns hier weiter. Mhm. Können wir nicht lang. Was gibt's hier Schönes? Einen Durchgang. So, was ist denn das nächste Ziel? Ich guck mal schnell auf die Karte. Ach, gedrückt halten. So, da oben ist ein Scharfschützennest. Ach so, da ganz hinten ist noch ein Ziel. Okay, wenn ich jetzt hier außen rum gehe. Ja, das sieht doch ganz gut aus. In der Hoffnung, dass hier keiner ist. Das sieht doch ganz gut aus. Ich wage es jetzt kurz zu rennen. Ja. Kann ich hier hoch? Nein, hier ist die Karte zu Ende. Ich habe ein bisschen Bammel, wenn du hier immer ums Eck gehst. Man sieht einfach nicht, was kommt. Da ist einer. Okay. Okay.
Frage ist. The question is, what is the question? So, guter Herr. Dann haben wir doch einen erledigt und wären hier. Oh je, da haben wir noch sehr, sehr viel Weg vor uns. Ich schaue jetzt einfach mal, was es hier so gibt. Na, schön. Da ist nichts. Da ist einer. Suchscheinwerfer muss weg. Alles klar, kriegen wir hin, ne? Oh, guck, da unten rennt auch noch einer. Oh je, das war ein sehr, sehr weiter Schuss. Aber das macht nichts. Sabotieren wir das Ganze mal. In der Hoffnung, dass ich den jetzt kriege. Jetzt muss doch das Gerät gleich mal anspringen. Ach Mist. Jetzt kann ich den. Ach, R1. Ah, okay. Jetzt müssen wir wieder kurz warten. Ja, wunderbar, die trifft. Wenn ich jetzt das Licht noch zerstöre, was ganz wichtig ist, damit wir da unten ein bisschen unbe. Oh. Die haben uns gesehen. Oder zumindest gehört. Jetzt brauchen wir einen flotten Stellungswechsel. Oh, guck mal, da unten ist wieder einer. Jetzt hoffen wir mal, dass uns da hinten jetzt keiner entdeckt. Oder auch hier oben keiner ist. Aber ich sehe hier niemanden. Oh, guck mal, da ist einer. Du gehörst sicherlich zu der intelligenten Sorte. Erst entdeckt haben und dann geht nichts mehr. So, schönes Grillfeuer mit 1, 2, 3 Rucksäcken. Und ein schönes altes Grammophon. Ups. Und da liegt es auf dem Boden und ist kaputt. Schön. Oh, da ist einer. Oh, da sind gleich mehrere. Kann ich den irgendwie markieren? Ah, falsche Taste. Da ganz hinten ist einer, aber ob wir da ran. Oh, da sind auch einige. Bin ich ganz froh, dass wir da oben weg sind. Sonst hätten die uns wahrscheinlich noch einen Marsch geblasen. Ein deutscher Lastwagen Opel Blitz. Crew 0, Entfernung 45 Meter. Okay, was Hundemarken? Ach so. Okay, was haben wir denn hier? Crew 0, 64 Meter, das bringt uns alles nichts. So. Problem, da steht einer. Jetzt die große Frage, wie lösen wir dieses Problem? Ich finde das ein bisschen blöd, dass der uns da so anschielt.
Wo ist der Kerl von hier unten? Der steht da. Wenn wir den jetzt beide quasi gleichzeitig ausschalten. Ich weiß nicht, ob ich den da so schnell ins Visier kriege. Und das Fiese ist, die überwachen sich gegenseitig. Ich muss den da loswerden. Treffe ich den auf die Entfernung? Nein, tue ich nicht. Das ist schlecht. Ja, was tun, was tun? Was tun, was tun, was tun? Ja, schön. Ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Oh, jetzt kommt er hier rüber. Schweinebacke. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge, was wir da tun könnten. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Das wäre sehr, sehr nett. Oh, guck, jetzt kann man den anpeilen. Ja, wie gesagt, Däumchen nach oben würde ich mich super freuen. Oder schreibt mir doch in die Comments, wenn ihr Anregungen habt, wenn euch das Gameplay gefallen hat oder was ihr von mir vielleicht wollt, was ich mal ausprobieren sollte. Oder. Haut's mir einfach um die Ohren. Ich guck, was sich davon realisieren lässt. Und bis zum nächsten Mal, euer Bolle. Tschüss.